Ja, Freiraum-Yoga gibt es ja im Moment nicht vor Ort, aber dann kommt das Yoga eben zu euch. Und zwar mit den Inhabern vom Freiraum und vom Common Chief und mit mir, Alexa, der Yogalehrerin, die sonst immer im Freiraum Yoga unterrichtet. Genau, macht gerne einfach mit, guckt es euch nicht nur an. Genau. Es ist ganz einfach, was wir heute machen. Und ja, legt gerne direkt mit los. Ihr braucht auch nicht mal eine Matte. Ihr müsst einfach nur gut und stabil stehen können. Okay, Hallo. also, ihr könnt euch entweder in den Fersensitz setzen, dann nehmt ihr eure Füße so auseinander und setzt euch dann so in die Kuhle quasi von eurem. Geht das? Ist das bequem? Geht so schnell, ist jetzt nicht. Okay, cool. Gut. Ja, also voll schön, dass ihr euch bereit erklärt, Yoga mitzumachen. Weil ihr bietet ja auch Yoga im Freiraum an. Also nicht direkt. Ja, es ist ja eure Bar und ihr öffnet diese Yoga-Kurse, was natürlich mega cool ist. Und voll schön, dass ihr jetzt mehr Zeit habt für Yoga auch und das mal macht. Ja, und worum es im Yoga geht, ist ja nicht, dass man irgendwie Angst hat, dass man zu unflexibel ist oder so, sondern um Gelassenheit. Und das vermittelt ihr mit eurer Bar und auch mit eurem Café sehr viel. Und deswegen passt Yoga ja auch so gut ins Konzept. Und einfach, also was ich heute rüberbringen will, auch an euch und natürlich auch an alle, die das Video sehen, ist, dass es sich lohnt, es einfach mal auszuprobieren und aber auch zu gucken, welcher Yoga-Stil, welcher Yoga-Lehrer oder Lehrerin passt zu mir. Weil es gibt natürlich schon Kurse, in denen müsste man schon sehr flexibel sein. Aber das ist halt nicht flexibel. Flexibel im Sinne von körperlich flexibel. Ja, ja. Ja, körperlich flexibel auch. Und genau, das ist halt bei mir nicht so. Also das ist der unflexible Kurs jetzt, ja? Nee, das ist der Yoga-Kurs, der wirklich sehr also orientiert an dem, was die Yoga-Philosophie wirklich sagen will, das rüberbringt. Ja, und klar gehen wir auch über den Körper. Aber hauptsächlich geht es darum, mit der Einstellung, mit der wir rangehen, dass wir die kultivieren. Und die Einstellung ist gelassen, die Einstellung ist ruhig, die Einstellung ist beobachtet. Also ihr versucht einfach, die Gedanken immer mehr runterzufahren. Also das heißt, wenn ihr merkt, oh, ich bin jetzt doch irgendwie bei, oder denkt gerade, oh Gott, was will sie jetzt eigentlich von mir, oder das kann ich nicht, oder das einfach wegzulassen. Also einfach wirklich dann zum Atem zu kommen. Und das ist so das Hauptinstrument, also dass ihr versucht, euren Atem wirklich zu beobachten, wie der fließt und das wirklich so als Stütze, um nicht was anderes zu denken. Also das wäre so das, was das Ziel heute ist, dass ihr sehr achtsam erstmal mit eurem Atem euch verbindet und dann machen wir leichte Übungen, die das Ganze unterstützen. Und wir fangen einfach. Bei mir beginnt die Yogastunde ganz klassisch mit dreimal Om, A-U-M, Aum. Und ja, die Jungs haben darauf bestanden, dass wir das auch singen. Und das ist super toll geworden. Sing gerne mit oder hörst dir einfach an, wie wir zu dritt um chanten. Und wenn du mitsingen möchtest, atme tief ein durch die Nase. Vollständig aus. Bequem ein. Für Om. Nimm die Hände vor der Brust zusammen, senk den Blick, öffne die Augen und heb den Blick. Namaste. Ja, das Licht in mir begrüßt das Licht in dir. Schön, dass du mit uns Yoga übst und dir das Video anschaust. Wir beginnen mit einer Atemübung, bei der wir die Einatmung und Ausatmung aneinander anpassen und einatmen bis 4 zählen und ausatmen bis 4 zählen. Jetzt beobachte, wie dein Atem natürlich fließt. Einatmend
kalte neue Luft durch die Nase einströmt, ausatmend warme verbrauchte Luft ausströmt. Beobachte noch einmal die natürliche Ein- und Ausatmung und dann mit der nächsten Einatmung atme ein, zwei, drei, vier, ein und aus auch auf eins, zwei, drei, vier. Wieder ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier. Zähl das für dich mit und mach das ein paar Atemzüge lang, um so die Atmung aneinander anzugleichen. Nach der nächsten Ausatmung lass den Atem wieder normal fließen. Beobachte nochmal kurz die normale Atemgeschwindigkeit, den Fluss. Und dann stell dich gedanklich auf Bewegung ein. Und dann spür auch nochmal, ob du bequem sitzt. Und wenn du den Sitz verändern möchtest, kannst du auch in den Schneidersitz kommen. Und hier darauf achten, dass du eine gerade Wirbelsäule hast. Guck mal, ob du da bequem sitzen kannst. Eine Möglichkeit, dir das einfacher zu machen, ist, die Matte zusammenzurollen oder so zu falten und dann unter das Steißbein zu legen, dich da so drauf zu setzen. Das erleichtert es, dass du dich richtig gut aufrichten kannst. Die Übung, die wir jetzt machen, geht darum, ganz einfache Bewegungen mit dem Atem zu verbinden und dafür atme ein, nimm die Hände über den Kopf, neben die Ohren und ausatmend nimm die linke Hand ans rechte Knie und die rechte Hand dreht nach hinten auf. Es funktioniert, egal ob du im Fersensitz oder im kreuzbeinigen Sitz bist, immer die Hand ans Knie holen. Und dann atme wieder tief ein, komm zurück zur Mitte und ausatmend jetzt die rechte Hand ans linke Knie und die linke Hand dreht nach hinten auf. Und dann mach das in deinem Atemrhythmus weiter. Achte darauf, dass du ausatmend Kiefer, Nacken entspannst und dich einatmend lang machst. Atme noch einmal aus und dann bleib in der Mitte. Spür hier kurz nach. Wir kommen jetzt dann zum Stehen und wenden dieses Prinzip, was wir am Boden gemacht haben, im Stehen an. Und das wird ein bisschen herausfordernder, weil da die Balance dann auch wichtig ist. Aber die Jungs haben es auch geschafft, also ihr werdet es auch daheim schaffen. Stellt euch, wenn ihr eine Matte habt, an den vorderen Rand der Matte. Und dann atmet ein, nimmt die Hände wieder über den Kopf nach oben. Und ausatmend geht mit dem rechten Fuß in einen Ausfallschritt zurück, soweit, dass ihr stabil stehen könnt. Also macht den Schritt einfach kleiner, wenn sich das schwierig für euch anfühlt und ihr da ein bisschen ins Schwanken kommt. Gefühlt zieht ihr eure rechte Hüfte leicht nach vorne und die linke zurück, sodass eure Hüfte gerade ist. Und dann atme ein, nimm beide Hände wieder über den Kopf. Ausatmend, rechte Hand dreht nach vorne und linke parallel dazu nach hinten auf. Und dann atme hier erstmal. Achte darauf, dass die Unterarme parallel sind und schau, dass du das Gleichgewicht findest in dieser Drehung. Und kannst dein Knie ablegen, wenn das zu schwierig ist nach unten. Und dann mit der nächsten Einatmung komm wieder zurück zur Mitte. Und ausatmend dreh die linke Hand auf nach vorne und rechts wandert nach hinten. Einatmen wieder zurück zur Mitte und ausatmen zur anderen Seite. Und dann wiederhol das auch hier jetzt in deinem eigenen Atemrhythmus. Ich erkläre euch ein paar Sachen dazu.
Genau, das schafft ihr schon alleine. Und zwar kippt ihr euer Becken so, dass ihr Scham und Schweiß bei mir zusammenzieht. Und also ich erkläre euch das mal grafisch. Also ihr versucht nicht so ein Entenpopo zu machen, sondern das so reinzuziehen. Und dann habt ihr dadurch mehr Stamm. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt dreh den Oberkörper noch einmal auf jede Seite. Wenn du das gemacht hast, dann atme ein, bring die Hände nach oben und den rechten Fuß neben den linken nach vorne auf den unteren Mattenrand. Atme aus, nimm die Hände neben die Hüfte und spür kurz nach, wie fließt der Atem jetzt, wie geht's mir gerade. Nimm wahr, was im Körper passiert. Beruhig den Atem. Also wenn es zu anstrengend ist, können wir das auch anpassen. Und dann machen wir noch die andere Seite. Im Video siehst du jetzt die leichtere Variante, wo man das Knie noch ablegen kann. Also wenn du wirklich starke Probleme hast beim Gleichgewicht halten, ist das eine Variante, die nicht unbedingt einfacher ist, aber im Sinne von Balance ist es einfacher. Und ansonsten atme jetzt mal tief ein, ausatme, nimm den linken Fuß zurück. Und atme nochmal tief ein und ausatmen. Bring jetzt die linke Hand nach vorne zum rechten Knie in die Richtung und die andere Hand wandert nach hinten. Und dann geht es jetzt hier auf dieser Seite genauso weiter wie auf der anderen Seite. Und achte ein bisschen drauf, dass du die Arme parallel zum Boden hast und dass sie also quasi auf gleicher Höhe sind. Wir waren im Video noch ein bisschen mit den Basics beschäftigt, deswegen siehst du das im Video, dass die Jungs das auch so nicht ganz so machen, aber die machen das halt schon super, dass sie immer mehr Gleichgewicht finden. Und vielleicht geht es dir ja genauso oder vielleicht machst du schon viel länger Yoga und stehst sehr stabil. Und dann kannst du auf solche Details eben auch noch mit achten. Genau. Und atme tief ein, bring die Hände nach oben und den linken Fuß wieder neben den rechten und spür nach. Wir stehen beim Nachspülen in Tadasana, in der Berghaltung. Das ist ein aktives Stehen. Und ja, da kannst du einfach darauf achten, dass du einen guten Mix aus Anspannung und Entspannung im Körper herstellst. Ja, mit den Jungs habe ich jetzt dann eine Partnerübung gemacht, weil es eben so schön war ja, und so gut gepasst hat. Also wenn ihr zu zweit übt, macht gerne die Partnerübung mit. Und ansonsten geht die Übung auch super alleine, das ist der Baum. Und das ist wieder eine Gleichgewichtsübung und eine Übung, die auch super für die Rückenmuskeln ist. Deswegen mache ich die immer sehr, sehr gerne. Und die, wenn ihr zu zweit seid, dann umarmt ihr euch. Also stellt euch nah beieinander und umarmt euch. Und wenn du alleine bist, dann ja, stehst du einfach für dich erstmal noch in Tadasana. Und dann stellt euch wirklich so Hüfte an Hüfte, also auch wenn die Hüften nicht auf gleicher Höhe sind. Und dann nehmt ihr das äußere Bein jeweils nach außen, also und hebt es an. Und ihr könnt den Fuß entweder am Oberschenkel abstellen oder am Unterschenkel oder auch die Zehen am Boden lassen und nur die Ferse an den Knöchel legen. Arme könnt ihr dann, also den äußeren Arm, noch zueinander bringen, also die Hände in so ein gemeinsames Namaste. Die Jungs machen das super schön, also ist echt ganz toll. Und du kannst auch, wenn du allein bist, einfach eine Wand nehmen noch, um dich ein bisschen anzulehnen und einfach da ein bisschen auszuprobieren. Wichtig ist, sei nicht zu anspruchsvoll mit dir, wenn du die Übung das erste Mal machst. Und wenn du schon richtig fortgeschritten bist, dann kannst du natürlich noch so Späße machen, wie dass du mal versuchst, den Blick zu, also schweifen zu lassen, ein bisschen umher zu gucken
oder dann sogar mal die Augen zuzumachen. Also das sind so die Varianten von ganz Anfänger bis ganz fortgeschritten. Und dann, wenn ihr zu zweit seid, tauscht ihr die Seiten. Wenn du alleine bist, wechsel einfach das Bein. Und ja, dann nimm das andere Bein eben in die passende Position. Ich zeige den Jungs jetzt gerade im Video dann auch nochmal die einfachere Variante, weil die doch ja noch ein bisschen Probleme hatten mit dem Gleichgewicht halten. Und was natürlich auch eine gute Vorbereitung ist, wenn man erstmal einfach das Gewicht wirklich auf ein Bein verlagert und dann erstmal so kreisende Bewegungen macht mit den Füßen, das machen wir jetzt im Video auch, einfach um sich dran zu gewöhnen, das Gewicht nur auf einem Bein zu haben. Und dann die einfache Variante ist eben das, was ich auch vorhin gesagt habe, mit dem, dass die Fußzehen auf der Matte noch sind und nur die Ferse am Knöchel. Such dir deine Variante und dann werd still in der Haltung, beobachte. Atme nochmal tief ein und ausatmend löst den Fuß, stell dich wieder auf beide Füße und wenn du mit Partner geübt hast, dann löst euch ganz sanft voneinander, steht wieder beide für euch, die Verbindung zum eigenen Körper wahrnehmen. Ja, das waren jetzt schon wirklich ein paar einfache und sehr effektive Yoga-Übungen, bei denen du ja viele Prinzipien des Yoga kennengelernt hast, die Verbindung von Atem und Bewegung und ja das Balance-Prinzip, also immer in der eigenen Mitte bleiben und gucken, was funktioniert für mich. Und jetzt machen wir dann noch eine Abschlussmeditation. Und wenn ihr zu zweit übt, könnt ihr euch Rücken an Rücken setzen. Und für eine Meditation ist es immer richtig gut, wenn du ganz, ganz bequem sitzt und die Wirbelsäule aufrichten kannst. Und da hilft auch, wenn du die Matte ein bisschen faltest und unter das Steißbein legst oder sogar ein Meditationskissen hast. Die Hände nimmst du auf die Knie, Handrücken drücken leicht gegen die Knie. Daumen und Zeigefinger berühren sich. Und dann atme tief ein und mal über den Mund aus. Und dann atme einfach nur noch durch die Nase weiter. Nimm die Wärme des Körpers wahr. Deines Körpers, vielleicht am Rücken wie deines Partners. Und dann stell dir vor, dass aus deinem Bauchraum diese Wärme in den ganzen Körper fließt, sich immer weiter ausbreitet. Vielleicht funktioniert auch Licht besser für dich. Probier das einfach kurz aus. Spür in den Bauch. Spür dort Wärme und Licht. Und dann atme tief ein. Und ausatmend lass dieses Licht wachsen. Aus dem Bauch in die Brust fließen, in die Hüften, in die Beine und Füße, in die Schultern,
Arme und Hände. Über den Hals. Kiefer, Nase, Augen. Wird das Licht im ganzen Kopf spürbar. Verweile einen Moment, so ganz ausgebreitet im Licht, und dann atme tief ein und ausatmend zieh das Licht zurück zum Bauch. Das heißt, es wird immer wieder kleiner mit jeder Ausatmung, fließt es zurück aus dem Kopf, aus den Fingerspitzen, aus den Füßen, Richtung Bauch, Richtung Körpermitte. Nimm wahr, wie es über die Unterschenkel, Oberschenkel, Hüfte zurück in den Bauch fließt. Über die Handflächen, Unterarme, Oberarme, Schultern, Kopf, Nacken, Brust in den Bauch. Und zum Abschluss der Stunde singen wir dreimal um. Atme tief ein durch die Nase, vollständig aus und ein fürs Ohm. Nimm die Hände vor der Brust zusammen, senk den Blick Richtung Hände, öffne die Augen und heb den Blick. Namaste, schön, dass ihr mit dabei wart bei unserer privaten Yogastunde im Freiraum, die jetzt auch für euch dann von daheim aus zugänglich ist. Und ich hoffe, ihr seid bald wieder dabei. Jetzt kommt gleich noch ein kleines Feedback von Memo und Markus zur Stunde und dann seht ihr auch noch, wie ihr mich unterstützen könnt im Abspann. Habt einen schönen Tag. Geht's euch gut? Ja. Ja. Alles in Ordnung? Ja, vorstellen. Ja. So, ich hätte es jetzt anspruchsvoller erwartet. Also sportlich anspruchsvoller. Ja. Das war jetzt eher so die Entspannungsgeschichte. Ja, dafür, dass wir halt nicht da mal den Baum, den Baum nicht gekriegt haben, ich glaube, als es voller wäre. Halt so ein bisschen, das war das einzige wirkliche Übung, die wir quasi verkackt haben. Ich wollte nicht da mal nach Hause sagen, ohne hinzufahren. Aber gut, das ist ja einfach. Nee, tatsächlich, dass man, wenn man so ein bisschen ruhig bleibt, dass wir sind seit Jahren hier, fühlt sich ganz anders an, wenn man so ein bisschen ruhig bleibt und sitzen bleibt und zuhört. Das sind auch gerade die Flügel zurückgekehrt. Ja, das ist schön.